Ja, ich glaube, eine Entwicklung ist wirklich die auch die das Nutzen von der ganzen Digitalisierung, der ganzen Vernetzung. Wenn es zukünftig gelingt, Kundenbedürfnisse zum Beispiel im Verlaufe des Buchungsprozesses, wenn Sie so wollen, sauber einzufangen und die dann gleich in Echtzeit zu reflektieren in einem Preissystem, das wären schon schicke Lösungen, also wenn man mal so weit kommen würde. Und ich glaube, da hilft einfach Technologie, da hilft auch die Vernetzung, da hilft Digitalisierung, da hilft dieses Denken in Communities, oder? Und sich eben nicht abzuschotten von den Kunden, sondern bis hin zu Co-Kreation anzudenken, gemeinsam mit den Kunden, vor allem mit den Ausstellern, die Zukunftslösungen auch zu finden. Ja. Letzte Frage, wenn Sie Value Pricing in einem Satz zusammenfassen müssten, gibt es diese Formel? Ja, ich glaube schon. Es geht wirklich darum, Kundennutzen zu stiften und diesen Nutzen, den man generiert, in fairer Weise abzuschöpfen.